Debatte Dr. Wolfgang Stefinger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gestern Abend den Film Die Lasershow hier vor dem Reichstagsgebäude angeschaut. Und ich muss sagen, ich war wirklich ergriffen, zum einen über die Darstellung des Parlamentarismus und zum anderen aber auch, weil es mir vor Augen geführt hat, welche rasante Entwicklung in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten unser Land genommen hat. Welche rasanten Innovationssprünge wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir haben zurzeit Fußball-Weltmeisterschaft. 2006 hatten wir die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und wussten wir, können wir uns noch daran erinnern, dass erst 2007 das iPhone auf den Markt kam? Also wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr viele Sprünge erlebt. Und bei manchem Sprung, bei mancher Innovation kommt es einem vor, als hätte es diese Technik, diese Innovation schon immer gegeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland gehört zu den führenden Innovationsnationen. Dank des Erfindergeists, dank kreativer Menschen in unserem Land und dank kluger Forschungs- und Entwicklungspolitik. Wir fördern Forschung für die Menschen. Und was heißt es konkret? Ich möchte den Medizinbereich mal etwas näher beleuchten. Dank der Forschung und Entwicklung, liebe Kollegen, konnte die Medizintechnik entwickelt und erforscht werden und wird heute angewandt. Viele Operationen sind heute viel einfacher, viel patientenfreundlicher als früher. Kleinere Eingriffe statt langer Operationen dank neuer medizinischer Geräte. Dank der Forschung konnten auch neue Wirkstoffe entwickelt werden. Neue Medikamente kommen auf den Markt und manche Krankheit ist heute heilbar oder zumindest beherrschbar geworden. Dank des medizinischen Fortschritts, dank diesem Fortschritt steigt unsere Lebenserwartung. Und wir sehen aber auch, dass die Volkskrankheiten immer mehr zunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von uns hat keinen Fall mit Krebsdiagnose im Familien-, Freundes- oder Bekanntenbereich? Wie viele Menschen leiden an Diabetes, an Demenz, an Herz-Kreislauf-Beschwerden? Ich sage ganz offen, ich weiß die Zahl nicht, aber ich weiß eines, wir fördern und wir unterstützen die Forschung in diesem Bereich. Wir stärken die Forschung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das wird auch in diesem Haushalt deutlich. Die Koalition hat sich vorgenommen, den Volkskrankheiten den Kampf anzusagen. Und so haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von Zentren zur Gesundheitsforschung aufgebaut. Wir fordern die Krebsforschung, die Diabetesforschung, die Herz-Kreislauf-Forschung, die Infektionsforschung und die Lungenforschung. Und noch vieles mehr. Und wir betten das alles ein in europäische und internationale Zusammenarbeit, um gegenseitig zu profitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch eine Verantwortung in der Welt, auch im Bereich der Forschung. Und deshalb haben wir auch ein Forschungsprogramm für vernachlässigte Krankheiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, wie wichtig dieses Thema ist, gerade auch in den letzten Jahren, in den letzten Tagen auch noch mal, wie wichtig das Thema der Fluchtursachenbekämpfung ist. Und deshalb denke ich, ist das ein wichtiger Beitrag, den auch das Bildungs- und Forschungsministerium leistet, dass wir diesen Teil, den Bereich der vernachlässigten, der armutsassoziierten Krankheiten auch im Koalitionsvertrag aufgenommen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Der vorgelegte Haushalt ist ein Zukunftshaushalt. Lassen Sie uns die Herausforderungen mutig und entschlossen angehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Stefinger.